Mega-Rentenskandal. 3000 Euro Inflationsprämie für die Mitglieder der Bundesregierung und pensionierte Bundesbeamte geplant. Ein Schlag in das Gesicht für 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Diese gehen nämlich leer aus. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich sage es eingangs zu diesem Video, die Inflation hat uns alle hart getroffen. Ich betone das Wort alle. Die Preise für Energie und Lebensmittel sind massiv in Deutschland gestiegen. Und das seit 2021, sogar noch vor dem Ukraine-Krieg, der 2022 begonnen hat, ging ja die Inflation schon nach oben. Es gibt zwar mit den neuesten statistischen Zahlen im Mai 2020, 23 so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Aber viele Menschen in Deutschland, vor allen Dingen viele Rentnerinnen und Rentner, die wenig Rente bekommen, wissen nicht, wie sie mit ihrem Geld monatlich über die Runden kommen können. Ja, ich sage es nochmal, die Inflation hat uns alle hart getroffen. Und damit Sie es auch alle verstehen, alle Beamtinnen und Beamten, alle Pensionäre des Bundes, Länder und der Kommunen. Ich gönne Ihnen die 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie, die jetzt zum Beispiel ab Juni oder Juli 2023 aller Voraussicht nach Bundesbeamte bekommen sollen. Denn auch Sie, liebe Beamtinnen und Beamten, haben natürlich gespürt oder spüren es jeden Tag, wie die Preise gestiegen sind. Sie leiden auch unter diesen hohen Preisen. Und deshalb ist es gar keine Frage, dass Sie selbstverständlich auch diese Kohle haben sollen. Warum nicht? Und deshalb richtet sich mein Video, damit Sie es nicht falsch verstehen, nicht gegen Sie, sondern gegen die Frechheit der handelnden Politik der Bundesregierung, insbesondere der SPD-Innenministerin Frau Faeser, für die gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner, also die eine gesetzliche Altersrente beziehen oder eine Erwerbsminderungsrente beziehen oder eine Hinterbliebenenrente beziehen, nicht eine solche ähnliche Regelung zu treffen wie für Bundesbeamte und Pensionäre. Frau Faeser, SPD-Bundesinnenministerin, plant nämlich ein sogenanntes Tarifübernahmegesetz. Und ich habe das mal hier in der Pressemitteilung vom 7.6.2023 von der Gewerkschaft Verdi hier mal aufgenommen. Und dort hat Verdi und der DGB mitgeteilt, dass der Tarifabschluss des Bundes und der Kommunen auch für Beamte, Beamtinnen und Beamte des öffentlichen Dienstes des Bundes, Richterinnen und Soldatinnen und Soldaten gelten soll. Und insbesondere da zeigt man sich also wirklich sehr erfreut, dass das Inflationsausgleichsgeld nun sowohl an Besoldungs- als auch an Versorgungsempfänger steuerfrei ausgezahlt werden soll. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören richtig. Verbeamtete Pensionäre und Pensionärinnen werden auch im Rahmen der Tarifregelung oder der getroffenen Regelung, die im Tarifabschluss für die Angestellten im öffentlichen Dienst erfolgreich durchgesetzt worden sind, ratenweise erstmals mit einem Einmalbetrag, ich glaube im Juni oder Juli, und dann ratenweise bis 2024 die 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie erhalten. Und Sie staunen, gar nicht so schlecht, meine Damen und Herren, sogar NTV hat berichtet, dass, hier sehen Sie es, der Kanzler und die Minister aus seiner Regierung die Inflationsprämie bekommen sollen. Das wurde am 11.06.2023 im NTV News berichtet. Also die Herrschaften der Regierung werden diese Kohle wahrscheinlich auch bekommen. Dagegen regt sich natürlich Widerstand, aber hier soll das Ministergesetz wahrscheinlich geändert werden. Und jetzt soll also auch die Bundesregierung dieses Geld wohl erhalten. Meine Damen und Herren, das ist ja alles schön und gut, aber ich stelle mir trotzdem die Frage, warum bekommen
gesetzliche Rentner 20 Millionen diese 3.000 Euro oder wenigstens einen Teil davon nicht auch ausgezahlt, steuer- und abgabenfrei, wie die anderen auch. Warum ist das nicht möglich? Ob teuer oder nicht, spielt doch gar keine Rolle. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, meine Damen und Herren. Eingangs habe ich ja im Video erwähnt, wir leiden doch alle unter dieser hohen Inflation. Und jeder freut sich über eine steuerfreie und abgabenfreie Pauschale, die er erhalten kann. Erinnern Sie sich doch bitte mal an das Drama mit der Energiepreispauschale. Erst haben nur Arbeitnehmer und Beamte diese Pauschale bekommen. Ja, da gab es ja dieses Gesetz. Und erinnern Sie sich bitte auch noch daran, da hat ja die liebe Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Frau Gundula Rosbach, auch noch im Juli letzten Jahres, Juli oder Juni letzten Jahres gesagt, dass Rentnerinnen und Rentner, die nicht erhalten sollen, die haben ja schon praktisch die Rentenerhöhung bekommen. Auch ein Schlag in das Gesicht dieser Menschen. Und Frau Rosbach, diese Aktion habe ich Ihnen nicht vergessen. Und ich werde sie auch nicht vergessen. Und erst auf Druck in der Bevölkerung, wir haben das ja letztes Jahr miterlebt, haben dann auch Rentner und Pensionäre, Gott sei Dank dann auch die Pensionäre, die bis zu 300 Euro Energiepreispauschale auch ausgezahlt bekommen. Und zwar wahrscheinlich, so wie ich informiert bin, auch die Landespensionäre und auch die Kommunalpensionäre. Liebe Rentnerinnen und Rentner, lassen Sie sich bitte diese Frechheit und die Ungerechtigkeit, die ich persönlich auch als Schlag in das Gesicht empfinde, nicht gefallen. Protestieren Sie bitte, wie damals auch mit den 300 Euro Energiepreispauschale, für eine steuerfreie, pauschalisierte Zahlung bis zu 3.000 Euro. Lassen Sie sich bitte diese Vorgehensweise nicht gefallen. Schreiben Sie die Abgeordneten aus dem Bundestag an, halten Sie meinetwegen Schilder hoch oder leisten Sie zivilen Ungehorsam im Rahmen des geltenden Rechtes. Es kann und darf nicht sein, dass wieder Gruppen von Menschen von Leistungen ausgeschlossen werden, die andere Gruppen von zum Teil schon bevorzugten oder bevorrechtigten Menschen hier erhalten. Es geht mir also nicht darum, meine Damen und Herren, liebe Pensionärinnen und Pensionäre, dass ich Ihnen die Kohle nicht gönne, sondern es geht mir schlicht und ergreifend darum, dass der Gesetzgeber einfach hier eine große Gruppe der Bevölkerung außen vor lässt und diese auch unter der hohen Last der Inflation leidet. Deshalb, liebe Beamten, liebe Pensionäre und auch die Gewerkschaften Verdi, Deutscher Beamtenbund, bitte solidarisieren Sie sich mit den gesetzlichen Rentnerinnen und Rentnern. Weisen Sie auf die Ungerechtigkeit hin. Das ist auch eine Aufgabe, die Sie haben, meine Damen und Herren. Und fordern Sie die Politik auf, dass gesetzliche Rentner die steuerfreie Pauschale bis 3.000 Euro erhalten. Ich fordere die Bundesregierung auf, sofort eine pauschalisierte und steuerfreie Zahlung der 3.000 Euro Inflationsprämie auch für die gesetzlichen Rentner möglich zu machen. Wenn Sie als Bundesregierung tatsächlich die 3.000 Euro selbst einstreichen dürfen, dann bitte auch die gesetzlichen Rentner, die genauso wie Sie und die Pensionäre unter der Last der Inflation zu leiden haben. Ob das jetzt viel Geld kostet oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Denn für Sie, liebe Bundesregierung, scheint ja die Kohle wohl da zu sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen, allen Pensionären und Pensionärinnen, allen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.